Eine Akku-Stichsäge. Ja, eine Notfallstichsäge. Hallo liebe Modellbahnerinnen und Modellbahner, mein Name ist Daniel, ich bin von spurnteile.de, eurem Onlineshop für die Spur N. Heute bauen wir eine weitere Konzeptbahnenanlage zusammen. Und zwar habe ich mir vom Klaus natürlich wieder eine für ein Kartogleissystem gewünscht. Ihr könnt die natürlich aber auch wieder mit Minitrix bestellen oder jedes andere x-beliebige Gleissystem benutzen. Da müsst ihr aber den Gleisbahn einfach selber erarbeiten. Und zwar handelt es sich um eine etwas kompaktere für den Küchentisch. Also die wird im Endeffekt genauso groß wie hier. Das sind 1,60 x 80 knapp, so diese IKEA-Tischplattengröße. Keine Angst, ihr braucht nicht die Tischplatte als Unterbau, weil das trägt sich selber, aber das zeige ich euch später nochmal ganz genau. Dann fangen wir mal an. Und zwar haben wir wieder die Anleitung, das kennt ihr ja schon. Diesmal funktioniert sie auch. Im Endeffekt ist das ja immer das Gleiche, was wir jetzt hier machen müssen. Ihr könnt es praktisch auch beispielhaft sehen für die ganzen anderen Anlagenbausätze von Konzeptbahnen. Das beginnt immer mit dem Unterbau und das ist so eine Spantenkonstruktion. Und die liegt auch hier schon bereit. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Aber natürlich nicht alles, weil ich will euch auch noch zeigen, was zu beachten ist. Wir haben nämlich aufgrund der beschränkten Paketgröße Teile, die nicht 1,60 lang sein können, weil die Deutsche Post das einfach nicht mag, beziehungsweise weil es dann unsäglich teuer wird. Und dafür seht ihr hier, irgendwie ist es abgehackt und hier haben wir so eine Art Puzzleteil. Und jetzt muss ich das Gegenstück finden. Wo ist denn das Gegenstück? Da ist das Gegenstück. Und dann seht ihr halt hier, das passt wunderbar zusammen. Wenn der Daniel sich nicht doof anstellt, so, jetzt. Und damit das auch wirklich gut zusammenhält, gibt es eben diese Verbinder. Wir schrauben jetzt heute in dem Video nur. Sinnvoll ist es eigentlich, wenn ihr, also ihr könnt verkleben, ihr könnt nur verschrauben oder ihr könnt verkleben und verschrauben. Wenn ihr verklebt, dann würde ich euch das Verschrauben auf alle Fälle dazu empfehlen, weil durch die Schrauben die Verklebung halt schön gehalten wird. Also ihr müsst dann nicht irgendwie das ganze Zeug festhalten oder mit 15.000 Spannzangen arbeiten. Das ist der Klaus im Hintergrund, der Konstrukteur, der überwacht, ob ich das auch alles richtig mache. Und dann verrutscht halt einfach nichts mehr. Zu dem Zweck ist es sinnvoll, dass ihr vorbohrt. Das habe ich euch ja in dem anderen Video für die Super 8 schon mal gezeigt. Brauche ich euch jetzt nicht zeigen, haben wir schon erledigt, weil ist jetzt nicht besonders spannend. Aber wir zeigen euch jetzt mal ganz kurz, wie das hier aussieht. Wir haben jetzt hier, das ist nicht das Teil, mit dem wir anfangen müssen. Na gut, dann fangen wir mit einem anderen Teil an. Nein, wir machen jetzt den Teil. So, so ist besser. Bloß, dass ihr mal seht, weil auch dieses Mittelteil, das müsste dieses hier sein. Genau. Dieses Mittelteil besteht eben auch aus zwei verschiedenen Teilen, die miteinander verschraubt werden. Damit ihr seht, wie das Prinzip ist, was ja eigentlich jetzt nicht so schwer ist, machen wir das mal kurz hier. Wir haben jetzt hier die Spax-Schrauben. Das sind etwas kürzere Schrauben. Also wir arbeiten mit zwei verschiedenen Schrauben. Einmal für diese Verbinder, eine kürzere Schraube. Und einmal, wenn ihr Sachen auf T anschrauben müsst, die sind ein bisschen länger. Und jetzt kommt bestimmt auch wieder gleich die Frage, was für Schrauben sind das, Klaus? Welche Schraubengröße? Oh, da fragst du mich jetzt was. 12 mm lang? Ich sehe sie da unten liegen. Genau. Schau mal kurz drauf, welche Schraubengröße das ist. Also zum Verschrauben der längeren Elemente benutzen wir Spax. 3x12. 3x12. Und 2,5x16. Und 2,5x16, so. Damit sollte dann auch diese Frage geklärt sein. Und jetzt muss ich bloß kurz gucken, weil das ist ja jetzt nicht das erste Teil, was wir machen. Das möchte ich euch bloß kurz zeigen, wie man das eben vermatscht. So. Verbindet, Entschuldigung, nicht vermatscht. Und zwar, was ist hier die Außenseite und was ist die Innenseite? Oder ist das hier wurscht? Die schmutzige ist immer innen. Die schmutzige ist immer innen. Das heißt, schmutzig, aber die angesenkte. Die angesenkte Seite ist immer innen. Da das jetzt nicht das erste Teil ist, habe ich ein bisschen in der Anleitung vorgeblättert. Und da muss ich jetzt gucken, was hier innen und was außen ist. Aber Klaus hat mir gerade aus dem Off geschrien, die schmutzige, also die angesenkte Seite, da wo halt der Laser drauf ist, das ist praktisch immer die Innenseite, dass ihr außen immer sehr schöne Sachen habt, die nicht so dreckig sind. Genau, und da schrauben wir jetzt einfach bündig
die Teile drauf. Wichtig bei den Spantenverbindern ist, dass ihr darauf achtet, dass ihr hier oben vor allem keinen Überstand habt. Unten ist es ein bisschen, könnt ihr es vernachlässigen, aber oben kommt ja eine andere Platte nochmal drauf und das wäre halt unschön, wenn ihr dann einen Spalt habt. Und dann schraubt ihr das Ganze einfach fest. Und analog dazu natürlich das Ganze auch unten, da einfach festschrauben. So. So viel zu den Details, aber jetzt fangen wir mal an, die Anlage an sich aufzubauen. Und dafür brauchen wir ein anderes Teil, das hat hier schon da und vorbereitet. Das ist hier unser Mittelteil. Ihr habt wieder eine schön bebilderte Anlage. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr euch natürlich an Klaus wenden. Aber eigentlich sind diese Anleitungen sehr gut gemacht und selbsterklärend. Also wir fangen an hier in der Mitte. Wichtig, ihr habt hier unterschiedliche Enden, da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Ich würde es einfach so ausrichten, wie es auch auf der Anleitung zu sehen ist. Das ist unser Mittelteil und jetzt haben wir so diese Querspanten. Da haben wir das brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir auch noch nicht. Sondern wir brauchen hier diese lustigen mit dem Tunnel. Da haben wir einmal eins, was ein kleines Türmchen hat. So rum. Das müsste vorne sein. Du wolltest vorne den Schattenbahn fangen? Ach so. Nein, ich wollte es jetzt wie die Anleitung. Ich kriege gerade wieder Regieanweisungen. Weil ich wollte es jetzt wie in der Anleitung aufbauen, aber dann er hält sich raus. Okay, ich baue es jetzt wie in der Anleitung auf und dann, wenn es nicht, wenn es für euch optisch nicht so schön ist, dann drehe ich es einfach um. So, ich tue mir mal die Anleitung nach hinten, ihr seht sie ja eh nicht. Dann haben wir hier, also, huch, mit Türmchen meinte ich jetzt dieses Teilchen hier. Dann haben wir hier ein breites Türmchen und dann haben wir ein breites Türmchen mit Ecke. Damit ihr euren Schattenbahnhof gut bestücken könnt und dass da nicht das Holz anfängt durchzuhängen. Übrigens, kleiner Hinweis, Holz ist ein Naturmaterial, das heißt, das verzieht sich halt ab und zu ein bisschen, aber sobald ihr das aufgebaut habt, zieht sich das alles gerade. Das heißt, wenn der Bausatz zu euch nach Hause kommt, kann es sein, dass das ein bisschen leicht verzogen ist, vielleicht einen leichten Bogen drin hat. Aber das beeinflusst nicht die Qualität bzw. die Stabilität. Das zieht sich im Endeffekt alles dann von alleine gerade. Und damit spannen wir den Bogen wieder zurück zu unserem Schattenbahnhof. Da gibt es noch eine Stützkonstruktion. Das sind jetzt diese kleinen Teile hier, die man hier unten einsetzen muss. Jetzt muss ich bloß gucken, wo ist oben, wo ist unten. Da, wo die Nüpfis sind, da ist dieses Nüpfi. Da kommt das da. Einfach von außen reinfädeln. So. Und dann haben wir dieses Nüpfi. So, haben wir schon ein bisschen mehr Rahmen. Und um in den Schattenbahnhof zu kommen, haben wir natürlich auch eine Steigung drin. Zur Höhe der Steigung komme ich dann später noch. Und damit da diese Züge auch schön runterfahren können, haben wir hier noch so zwei Spanten. Da komme ich jetzt mal vorne rum. Dumpe, dumpe, dumpe. Seht ihr meinen wundervollen Hinterkopf oder wir nehmen einfach die Kamera dann. Und jetzt muss ich mal hier gucken, die sind beide gleich, beziehungsweise eins ist ein bisschen länger. Oh, da muss man jetzt gucken, was das längere, das Klaus, das längere kommt ins vordere, oder? So sollte es sein. Jawohl. So. 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 Es ist so ein schön, wie früher die 3D-Puzzle ein bisschen. So. Drin und das kürzere kommt da rein. Dann geht es jetzt auch schon an den Schattenbahnhof. Da haben wir jetzt hier, das seht ihr jetzt leider nicht mehr so gut, weil das hier hinten unten verschwindet. Das gleiche Prinzip wie bei diesen langen Spanten mit diesen Verbindern. Also wir haben hier ein Schattenbahnhofstück. Und da solltet ihr auch diese Unterlegscheiben, wie heißt das, die Trassenverbinder von unten anschrauben, damit das Ganze dann im Nachgang schön bündig ist. Und jetzt heißt es einfach einfädeln. Bevor ihr das Ganze verschraubt, solltet ihr das einmal ausrichten und schauen, ob das auch wirklich alles passt. Nicht, dass ihr aus Versehen ein falsches Teil genommen habt, aber eigentlich passen die Teile nur an den Stellen, wo sie auch wirklich hingehören.
Jetzt haben wir den Schattenbahnhof soweit fertig. Hier seht ihr schon, dass die Auf- und Abfahrt zum Schattenbahnhof. Jetzt verschrauben wir das Ganze. Da nehme ich jetzt ein bisschen längere Schrauben. Ich habe schon wieder vergessen, welche Größe die hatten. Aber habe ich euch ja am Anfang gesagt. Ihr müsst ein bisschen gucken, weil hier hinten, das ist ein bisschen unangenehm, wenn es noch nicht verschraubt ist. Aber zwei, drei Schrauben später merkt ihr davon überhaupt nichts mehr. Die Auf- und Abfahrt. Genau das Gleiche. Müsst ihr ein bisschen darauf achten, welches Brett wohin kommt. Die sehen sich nämlich sehr, sehr ähnlich. Aber auch einfach rein, einfädeln und festschrauben. So, jetzt haben wir praktisch den Unterbau mit unserem Schattenbahnhof, Auffahrts- und Zufahrtsrampe schon fertig. Und jetzt bietet es sich eigentlich an, dass wir die Gleise schon mal verlegen. Wir haben jetzt hier eben den Kartogleisplan, der liegt auch bei. Ihr habt auch eine ausführliche Stückliste immer dabei. Die kriegt ihr natürlich auch bei uns im Shop, die ganzen Gleise. Und jetzt haben wir hier das auch wunderbar aufgeteilt. Also ihr seht, untere Ebene, das ist im Endeffekt das, was wir jetzt haben. Und da geht es jetzt ans Gleise zusammenstücken. Schauen wir mal. Ah, ein kleiner Hinweis noch, wenn ihr euch gefragt habt, was diese, Moment, ich hole kurz ein anderes Teil, diese komischen Striche auf diesem Holz sind. Das ist immer die Oberseite, gut, anders kriegt ihr das auch nicht rein. Und das ist zur Orientierung, wo die Gleise hin müssen. Und wenn ihr euch fragt, was diese Zacken sind, warum das nicht einfach ein durchgängiger Strich ist, das ist, dass ihr praktisch die Innenseite seht und dann, wie es hier auf der Außenseite weitergehen sollte. Also, dass ihr eine Orientierung habt, nicht nur in der Mitte, was man ja dann im Endeffekt nicht mehr sehen würde, sobald man ein Gleis drauflegt, sondern dass man praktisch die Außenkanten gut sehen kann. So, wir haben jetzt mal die Gleise für den Schattenbahnhof verlegt und da seht ihr, bei Kato habt ihr normalerweise bei diesen kurzen Weichen, die wir hier verbauen, ein angeschrägtes Gleisstück drin. Das ist jetzt hier leider einfach im Schattenbahnhof nicht möglich, weil wir sonst so viel Platz verlieren würden. Aber es ist natürlich mitgedacht worden, ihr müsst jetzt nicht die Weichen beschneiden, sondern ihr müsst halt einfach bei ein paar Kurven immer so ein Stückchen rausschneiden. Das seht ihr eigentlich hier jetzt ganz gut. Da ist halt einfach ein bisschen zu viel Plastik. Da überschneidet sich die Bettung. Und da kommen wir halt jetzt einfach mit unserer Kneifzange. Ich nehme mir mal den Uni-Joiner vorab raus. So. Weil wir werden ja hier tatsächlich bis zum eigentlichen Gleis gehen. Und da das hier im Schattenbahnhof ist, ist das jetzt auch nicht so. Ah, das war noch zu wenig. Auch nicht so wichtig, dass es hier besonders schön ist. Keine Angst, das ist oben im sichtbaren Bereich nicht der Fall. Also da ist immer das alles berücksichtigt worden. So, jetzt seht ihr, dass das hier schon aufgeht. Wichtig ist, bei diesen angeschrägten Gleisen sind auch so angeschrägte Uni-Joiner dabei. Und die müsst ihr dann natürlich auch für euer kastriertes Gleis benutzen. So, das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gleise, die ihr halt so nachbearbeiten müsst. Und selbst wenn ihr es ein bisschen ordentlicher macht als ich, sieht man das ja praktisch nicht. Und wenn ihr das dann gemacht habt, vielleicht sogar noch ein bisschen ordentlicher als ich, dann funktioniert das Ganze einwandfrei. Ihr seht auch schon tatsächlich, hier ist jetzt ein bisschen Chaos. Das ist halt einfach so, wenn man bastelt. Genau, das Ganze müsst ihr wirklich, wie gesagt, nur an insgesamt 6 Weichen im Schattenbahnhof machen. Auf der Seite und auf der anderen Seite da hinten, die ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gut sieht. Und dann könnt ihr das Ganze verkleben, festschrauben, je nachdem. Wenn ihr die Gleise dämmen wollt, solltet ihr das natürlich machen, bevor ihr die Gleise drauflegt. Wir verkleben und verschrauben das jetzt hier tatsächlich nicht, sondern wir wollen diese Anlage dann später im Rohbau als Ausstellungsanlage hier haben. Und ich finde das immer ganz schön, wenn das dann alles noch nicht so ganz fixiert ist. Ein kleiner Hinweis natürlich noch. Ihr solltet natürlich auch für die elektrischen Weichen vorher Löcher bohren, damit ihr die Kabel durchführen könnt. Das habe ich jetzt gerade vergessen zu erwähnen. Wenn ihr natürlich mit Minitrix-Gleisen arbeitet, dann steckt ihr die ja eh seitlich an. Aber bei Kato bietet es sich schon an, vorher ein Loch zu bohren. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, wir können die Außenverschalung dranbringen, beziehungsweise halt den Außenrahmen. Genau das werden wir jetzt dann auch tun.
Jetzt ist mir leider vorher die Kamera vorne ausgefallen, aber wir haben ja Gott sei Dank noch eine zweite Kamera. Deswegen wundert euch nicht, warum das jetzt auf einmal nur von oben zu sehen war. Im Endeffekt stecken wir jetzt nur den Bausatz nach der Anleitung zusammen. So, die letzte Schraube darf der Klaus machen. Da komme ich nämlich nicht hin. Ja. Ah, die vorletzte, Entschuldigung. Wohl an. Dann haben wir jetzt unsere Grundfläche und jetzt geht's hier ans Eingemachte. Das sind dann viele, viele, viele Kleinteile. Aber was ich euch jetzt gleich schon mal zeigen möchte, ist hier, seht ihr auch nochmal die Gravuren. Also ihr seht hier schon mal unseren Bahnhofsbereich. Da geht es dann eben rauf und runter, je nachdem, in welche Richtung er fährt, rauf oder runter. Hier wäre auch Platz nochmal für eine Drehscheibe. Und jetzt eine Frage, die sehr häufig kommt bei diesen Bausätzen ist, hier sehen wir unseren Schattenbahnhof, wie zugänglich der ist. Und ihr seht, also wir haben hier noch jede Menge Platz, selbst wenn hier mal was passiert, also wenn die nach hinten runterfallen, dann fallen sie natürlich durch das Gerippe durch. Aber wenn hier mal eine Entgleisung ist oder sowas, ihr kommt da immer noch gut ran, auch wenn ihr die an eine Weiche ran müsst oder sowas, weil, mein Gott, es kann ja mal immer sein, dass die kaputt gehen. Ihr kommt auf alle Fälle gut ran. Das ist mir wichtig zu sagen, weil das sehr oft gefragt wurde. Wunderbar. Wir können von oben nach unten fahren. Also, wenn wir die Gleise drauflegen. So, Klaus, wie geht's weiter? Ich würde mal die Gleise jetzt drauflegen, machen wir den Bahnhof. Aber willst du gleich die Gleise drauflegen? Ich würde zumindest mal bis um die Ecke hier gehen. Okay, dann machen wir das. Dass wir aus dem Bahnhof rauskommen und den endgültig erledigt haben. Das ist also Schattenbahnhof. Gleisplan, hier Bahnhof immer noch, ja, ne? Genau, ich hole mal die Gleise. Dann kriege ich jetzt wieder ganz viele Gleise gereicht. Das ist schön, wenn man die ganze Zeit Befehle geben kann. Ich muss es bloß umdrehen, so. Weil, wie gesagt, ich baue ja jetzt hier in die Richtung. Dann, was will ich denn jetzt? Ich will jetzt... Die 249, die 45 Grad. Die will ich bestimmen. Wir kommen zum Endspurt. Das ist nur noch ein bisschen Kleinkram übrig, wie der Klaus immer sagt. Was sagst du immer? Gefitzel oder irgendwas? Krusch? Wir fangen hier jetzt am besten sinnvollerweise an mit unserer Abdeckung hinten. Das fädeln wir auch einfach nur wieder ein. So. Das Ganze dann, jetzt tue ich das mal kurz weg. Auch auf die Seite. Das ist ja im Endeffekt ein riesiges Puzzle. Und wie bei einem Puzzle passen manche Teile halt nur an manchen Stellen hin. So, ihr seht auch schon, ah, da ist so ein kleiner Scheiterhaufen inzwischen. Dann haben wir hier die Abdeckplatten für hinten, dass ihr da oben noch eure Landschaft oder was auch immer draufsetzen könnt. So, und da seht ihr jetzt nämlich auch schon, dass es hier ja auch noch eine dritte Ebene geben wird. Da ist dann nochmal eine kleine 8 drauf. So, so, alles schön hinpuzzeln. Und Klaus, was sagst du? Erst festschrauben oder soll ich erst die anderen Teile noch hin tun? Schraub fest. Schraub ich fest. Dann schraube ich fest. So, damit das Ganze für euch jetzt nicht allzu langweilig wird, hat mir der Klaus schon ein paar kleinere Elemente vorgebaut, wie zum Beispiel hier die Brückenköpfe. Sind aber auch in der Anleitung ausführlich beschrieben. Also ich will euch da bloß nicht jetzt mit zu viel Details langweilen. Ihr müsst halt wieder ordentlich versuchen einzufädeln, was natürlich von hier hinten gar nicht so leicht ist. So, da haben wir das da, dann wird wieder festgeschraubt und so weiter und so fort. Also im Endeffekt wiederholt sich jetzt das ganze Spielchen die ganze Zeit, bis wir alle Teile haben. Aber keine Angst, ihr könnt hier wirklich am Vormittag anfangen und könnt am Abend schon drauf fahren. Also so aufwendig ist es nicht. Ihr seht's ja. Wir sind ja hier bis auf ein paar Zeitrafferaufnahmen quasi in Echtzeit. So. Eventuell drehen um 90 Grad. Achso. Jawohl.
Die Bausätze von Konzeptbahnen sind ja immer perfekt auf die Hackbrücken optimiert. Jetzt sehe ich bloß die Hackbrücken nicht. Da bin ich jetzt wieder schlecht vorbereitet gewesen. Mist. Wo ist denn die Bogenbrücke? Da kommt sie aus dem Nichts geschwommen, die Bogenbrücke. Also hier seht ihr, das wäre perfekt für die Brücke, aber wenn ich sie so drehen lasse, dann fällt sie durch. Deswegen habt ihr ja hier diese kleinen Stöcke, Holzplättchen. Und damit passt ihr die Höhe der Brücke an. Also ihr, wenn ihr zum Beispiel auch eine andere Brücke benutzen wollt, dann könnt ihr natürlich jede x-beliebige Brücke einsetzen und einfach in der Höhe, wie ihr das variiert, das an die Brücke anpassen. Und jetzt seht ihr, ja, das passt bei uns. Und ich hau jetzt hier eine Schraube rein. Und ich erzähle auch gleich, warum. Nämlich, dass es fixiert ist. Welche Überraschung. So. Das mache ich jetzt bei der anderen Brückenhälfte auch, beim anderen Brückenkopf. Nochmal schauen, ob das von der Höhe her passt. Ja, das ist auch ganz praktisch, weil die sehr präzise gelasert sind und da fällt euch das Holz nicht ständig durch. Ja. Und dann, wenn ihr das praktisch für alle gemacht habt, dann könnt ihr das einfach umdrehen oder hochstellen und von unten wunderbar verleimen. Das ist die einfachste Variante. Dann könnt ihr die Schrauben danach einfach wieder raushauen und habt einen schönen Abschluss. Außer natürlich, ihr wollt hier eh irgendwas verkleiden, dann könnt ihr das alles auch verschrauben. Natürlich könnt ihr es auch nochmal hier mit dem Brückenkopf an sich verschrauben. Also ihr könnt schrauben, so viel ihr wollt. Ich werde jetzt das Ganze dann einfach von unten verkleben. Dann ist es schön unsichtbar. Und wie durch Zauberhand ist die Anlage jetzt fast fertig. Ich wollte euch jetzt ersparen, nochmal im Detail zu zeigen, wie wir die Gleise verlegt haben. Weil ihr wisst ja, wie man Gleise drauflegt. Außerdem habt ihr ja noch den Gleisplan dazu und ihr habt es ja schon mal gesehen, wie wir das gemacht haben. Aber ihr seht, es fährt auch schon was. Jetzt eine kleine Anmerkung möchte ich noch geben. Mein Gleisplan hier weicht jetzt von dem eigentlichen Gleisplan, der dabei liegt, ab. Weil nämlich aktuell gerade ein paar Weichen nicht bei mir auf Lager sind. Da unten ist so eine Lücke, die seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja das Schöne, dass ihr im Bahnhofsbereich und auch eigentlich ja sonst immer euren individuellen Touch noch in diesen Gleis, in die Anlage reinkriegt. Von daher fehlt halt jetzt hier ein bisschen der Rangier- und Industrieflair, weswegen sie ja einfach eigentlich Industrieanlage heißt. Aber ich finde, es kommt trotzdem ganz gut rüber. Was ich noch sagen möchte, was wir auch nicht drauf haben, weil es gerade nicht lieferbar ist, hier ist eigentlich noch Platz für eine Drehscheibe. Genau, also die ist extra hier, ist der Raum dafür gedacht, aber haben wir jetzt leider auch nicht da. Ansonsten hat der Klaus hier, also der Konstrukteur, das sich mal ein bisschen verkünstelt hier. Ihr seht, der Klaus hat hier schon schön einen leichten Industriestil aufgebaut. Ihr kennt das wahrscheinlich von den anderen Fotos. Jetzt lassen wir den Zug mal halten. Machen wir mal ein Stückchen zurück. So. Dann können da die Leute ein- und aussteigen am nicht vorhandenen Bahnsteig. Ich finde diesen Stil ganz cool. Es illustriert halt schön, was man alles damit machen kann. Ihr könnt natürlich euch da austoben an der Ausgestaltung, wie ihr lustig seid. Ich finde das ganz schön, wenn hier oben so eine kleine Stadt ist und unten die Industrie. Irgendeinen Weg nach oben findet man bestimmt. Jetzt zeige ich euch noch mal ein paar Details. In den Bahnanlagen habt ihr ordentlich Platz, um zu rangieren. Also wie gesagt, da ist jetzt der Gleisplan hier ein bisschen abgeändert im originalen Gleisplan. Da könnt ihr noch ein bisschen mehr rangieren. Aber jetzt mit diesen, sagen wir mal, 4 Abstellgleisen ist es ja doch schon sehr umfangreich. Natürlich könnt ihr auch einen kleinen Durchgangsbahnhof machen. Je nachdem, wie ihr da lustig seid, gibt es ja die tollen Bahnhöfe von, wie heißt er denn jetzt, Modosteck. Wobei die von der Breite, doch die passen auch von der Breite sogar rein. Ja, die gibt es ja in vielen verschiedenen Breiten. Klaus nickt im Hintergrund. Dann haben wir natürlich das absolute Highlight. Dadurch, dass die Bahnsteiglänge ja jetzt nicht, also es ist kein ICE-Bahnsteig. Das ist ja vollkommen klar, das ist auf dieser kleinen Fläche einfach nicht möglich. Es ist eine richtig schöne Spielbahn. Aber dadurch, dass wir trotzdem fast die gesamte Länge unten als Schattenbahnhof nutzen können und wir haben 4 Abstellgleise für den Schattenbahnhof, könnt ihr halt einen richtig toll abwechslungsreichen Zugverkehr machen. Egal, ob ihr jetzt da analog, digital oder was auch immer fahrt. Das ist ja auch wunderbar mit Blocksteuerung alles machbar. Also ihr könnt hier, sagen wir mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, ihr habt so 4 Personenwagen plus eine Lok, da kriegt ihr da unten bestimmt 8
8 Züge kriegt ihr da rein, oder? Also, das ist schon ordentlich Platz. Ein bisschen groß für so eine kleine Anlage, aber mei, dem Klaus gefällt's deswegen. Und ich glaube, das ist ja auch für euch ganz toll. Also ihr kriegt jede Menge Rollmaterial unter. Noch einen Tipp möchte ich euch vorher geben. Der ist mir nämlich vorhin entfallen. Wenn ihr jetzt mit Kato arbeitet und ihr benutzt ja vor allem hier die kurzen Weichen und ihr fahrt analog, dann schaut unten auf der Unterseite, ob ihr diese intelligente, denkende Weichenfunktion an- oder aus habt. Ob ihr das denn wollt. Also, weil wenn ihr jetzt mit Blocksteuerung zum Beispiel fahrt, also mit Blockstellen, dann macht es ja keinen Sinn, das einzuschalten eigentlich. Also dann könnt ihr sie auf dumm schalten, die Weichen. Genau, das solltet ihr auf alle Fälle machen, bevor ihr das Ganze dann festmacht. Die Steigung bei der Anlage sind bis zu 4%. Da werden jetzt einige sagen, oh mein Gott, das ist ja total unrealistisch, 2% maximal. Aber da muss man auch einfach sagen, man muss einen Kompromiss eingehen. Wir sind hier auf einer relativ kleinen, kompakten Anlage. Und allein durch die Bahnhofslänge sind ja jetzt keine ICE-Längen möglich. Das heißt, ihr habt in der Regel auch nicht so schwere Zugfahrzeuge, die halt diese 4% nicht schaffen. Ich sehe ja auch hier, der Pico schafft das alles eigentlich ohne Probleme und ohne Murren. Genauso kleinere Güterzüge oder wenn ihr jetzt dem Allegra oder gerade, das bietet sich ja eigentlich auch gut als Schweizer Motiv an. Diese ganzen Kato-Schweiz-Lokomotiven, die schaffen das ja ohne Probleme. Was noch ganz schön ist, ihr habt hier kein R1 im sichtbaren Bereich, beziehungsweise auch nicht im Schattenbahnhof. Und bei Kato gibt es ja sowieso keine Bogenweichen oder Doppelkreuzungsweichen. Auch für die Minitrix-Gleisplan ist das nicht vorgesehen. Natürlich könnt ihr, wenn ihr das selber umbauen wollt, wenn ihr jetzt hier noch ein bisschen längeren Bahnsteig bei Minitrix haben wollt, die Bogenweichen einbauen. Aber eigentlich ist das hier auf kompakten Spielspaß und Betriebssicherheit ausgerichtet. Und sind wir ganz ehrlich, Doppelkreuzungsweichen und Bogenweichen sind jetzt in Realität auch nie so da. Und betriebssicher sind die meistens jetzt auch nicht. Da gibt es bestimmt wieder Leute, die mir widersprechen wollen. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung heraus verzichte ich lieber gerne auf Bogenweichen und Doppelkreuzungsweichen. Und dann war es das auch schon wieder. Kurzer Aufbau. Was haben wir jetzt gebraucht, Klaus, ungefähr? 4 Stunden. 4 Stunden, aber mit Ausgestaltung und Schnickschnack und Gleise drauflegen. Wir haben sie ja natürlich nicht verklebt und wir mussten ja auch immer wieder Pause machen zum Umbauen und so weiter, die Kamera neu einsetzen. Aber ja, 4 Stunden, glaube ich, sind wir ganz gut dabei für diesen Anlagenbausatz mit Gleise drauflegen, ohne kleben, wenn es halt nur verschraubt wird. Wenn ihr das klebt, dauert es natürlich wieder ein bisschen länger. Wenn euch dieser Anlagenbausatz zu klein ist, wir haben auch größere im Angebot. Der Klaus hat da ganz viele verschiedene Varianten, findet ihr natürlich alle bei uns im Shop. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei uns vorbeischaut und vielleicht auch einen Anlagenbausatz bei uns käuflich erwerbt. Dann sage ich danke fürs Zusehen und tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Daniel von spurenteile.de. Tschüss. Ein bisschen schneller.